Warme Luft strömt aus dem offenen Mund und kitzelt dein von Kälte betäubtes Gesicht. Den Mund genauer untersuchen. Die Linse, die aus dem Mund strömt, verhindert, dass du nah herangehst. Der Rand der Einkerbung aber und die winzigen Zähne darum herum sind schwarz vor Ruß. Du atmest versehentlich einige der Dämpfe ein. Sie sind geruchlos, machen dich aber leicht benommen. Du merkst außerdem, dass die Zunge des Drachen ein Feuerstrahl ist. Sie besitzt ein Scharnier und ist mit einem Stück Feuerstein verbunden. Die Zunge des Drachen hinunterdrücken, um ein Feuer in seinem Maul zu erzünden. Feuer entzündet den warmen Dampf mit einem Rauschen. Die Augen des Drachen leuchten und Flammen spielen um die Ränder seines Mundes. Einige Sekunden später entfernt die Tafel sich von dir und die zwei gewaltigen Türen öffnen sich und geben den Blick in eine große Halle frei. Jetzt leben hier drin alle noch. Die sind in Wirklichkeit nicht tot, die haben nur keinen Bock mehr auf die Außenwelt. Nee, glaube ich nicht. Wir hatten ja den tollen Rückblick, wo sie irgendwie gegen Aufständische oder so gekämpft haben. Oder gegen was anderes Böses in der Tiefe. Du spürst, dass einer der übrigen Teile des Garotzem in der Nähe ist. Neuer Quest, die weiße Esse. Zwischenräume abgeschlossen. Ihr kehrt mit Erfahrung, ätherischem Helm, Geldgegenstände zurück. Eine Beseelerin durch den massiven Fels von Eora zu erfolgen, erwies sich als schwierige Aufgabe für die Edea. Durch Gespräche mit verschiedenen valyrischen Kartografen und Entdeckern konnte Edea ein gewaltiges Höhlennetzwerk in den Bergen nördlich von Gulfati durchqueren, das entlang mehrerer langer Adra-Adern verlief. Die Hilfe von fünf angesehenen Beseelern war nötig, um Axetta zu kontaktieren. Sie antwortete durch aufblitzende Bilder, die sie durch das Adra schickte. Unnötigerweise lockte das Pulsieren im Adra eine besonders feindselige Gemeinde Vitrax an. Edea und die Beseeler waren gezwungen, sich vorübergehend in einen anderen Teil des Höhlennetzwerks zurückzuziehen. Obwohl Aketa signalisierte, dass sie nicht zurückkehren konnte, teilte sie auch mit, dass sie an einem neuen und wunderbaren Ort sei. Bilder von gewaltigen, fantastischen Räumen füllten die Köpfe von Edea und den Beseelern und damit endete die Botschaft. Die Beseeler bemühten sich, den Kontakt wiederherzustellen, erkannten nach einigen Tagen aber, dass es sinnlos war. Die Songreta Dukala von Biageppe entschied, dass Aketas Besitztümer unter allen Beseelern der Stadt aufgeteilt werden sollen, um ihnen bei ihren Forschungen zu helfen. Edea überließen sie einen seltsamen, kunstvoll gefertigten Helm aus Messing und Adra. Einige Beseeler waren zornig über die Entscheidung der Songreta Dukala, aber der Duke ließ sich nicht überzeugen, sie zu überstimmen. Ein Helm. Ätherischer Mantel. Nicht der beste Helm. So, Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe die Tür zur Dungans Batterie geöffnet und kann ich darin endlich nach der weißen Esse suchen. Ich habe Dürgans Batterie betreten. Die weiße Esse befindet sich vermutlich im untersten Stockwerk. Das Erdgeschoss der Dürgans Batterie scheint seit langer Zeit verlassen zu sein. Es ist nicht klar, wohin die Zweige verschwunden sind, aber sie haben ein gewaltiges Chaos hinterlassen. Ja, vor allem moderne Knochen. Man spürt es in der Luftwächterin. Die Toten verweilen noch. Oh, das ist ein interessant. Ist das Abit? Diese Abidon-Statue ist zwar mit Rost übersät, doch die Nieten und Bolzen sind meisterlich gefertigt. Interesting. Ups. We earned this. Durgan's steel has lined our halls in gold. Wir haben uns das verdient. Wir haben uns das verdient. Durganstadt hat unser Heim mit Gold ausgekleidet. Your vanity dishonors Abidun and cheapens us all.
Dein Eitelkandidat Abaddon und setzt uns alle herab. These weapons are ours. Or have you two forgotten how to hold a sword? Diese Waffen gehören uns, oder habt ihr zwei vergessen, wie man ein Schwert hält? Also Oberkurator Exandro, Münzmeister Soltun und Waffenwächterin Marun. The Malkachoa is strong today. Das Malkachoa ist heute stark. Oh, Durgan Zahnräder. Und noch mehr Durgan Zahnräder und ein Smaragd. Zawa is ready. Achso, was What do you need of Zawa? Was ist geschehen, nachdem du Häuptling wurde? Word of Ishipilos death spread. Our enemies saw the opportunity. Die Kunde von Ishipilos Tod verbreitete sich. Unsere Feinde erkannten die Gelegenheit. The Ketchmodel chieftain came with gifts to honor my rule. But his real purpose was to look me in the eye. To know if Zawa might be beaten. Der Häuptling der Quetschamattel kam mit Geschenken, um meine Herrschaft zu ehren. Doch in Wahrheit wollte er mir nur in die Augen sehen, um zu wissen, ob Zahua besiegt werden kann. I looked at him, and I imagined that I was the Anidle, free of all the worldly snares, that my master had taught me everything. Ich blickte ihn an und ich stellte mir vor, dass ich der Anidle sei, frei von allen weltlichen Fesseln, dass mein Meister mir alles beigebracht hatte. Er presste die Lippen zusammen. When he turned to leave, I saw he wore a secret smile, and I knew I had failed. 3 days later, they attacked. Als er sich umwandte, um zu gehen, sah ich ein heimliches Lächeln auf seinen Lippen. Ich wusste, dass ich versagt hatte. 3 Tage später griffen sie an. They were many times greater than our numbers. They had been trying to conquer us for generations, and the Takan chieftain had always sent them running. The power of the Anitle. Sie waren uns zahlenmäßig weit überlegen. Seit Generationen hatten sie versucht, uns zu erobern, doch die Takan-Häuptlinge hatten sie immer wieder zurückgeschlagen. Die Macht des Anitle, er schüttelt den Kopf. In my heart, I knew we would lose. And it would be because I was not the Anitle. In meinem Herzen wusste ich, dass wir verlieren würden, weil ich nicht der Anitle war. Was hast du getan? What we had always done. I gathered my Nalpaska warriors and led a charge into the belly of their army. Was wir immer getan hatten. Ich versammelte meine Nalpaska-Krieger und führte einen Sturmangriff in das Herz ihrer Armee an. The Nalpaska believed Zawa was the Anitle, and it gave them strength. For their sakes, for Takan, I believed it too. Die Nalpaska glaubten, dass Zahua der Anitle war, und das gab ihnen Stärke. Um ihretwillen, für Takan glaubte auch ich es. My mind found a place it had never reached before. I could see my enemies' moves before they made them. Mein Verstand fand einen Ort, den er noch nie zuvor erreicht hat. Ich konnte die Bewegung meiner Feinde sehen, ehe sie sie überhaupt ausführten. I could see my own actions in front of me, the path to victory. I did as I saw, and the Ketchmodel fell in heaps. Ich konnte mein eigenes Handeln vor mir sehen, den Pfad zum Sieg. Ich tat, was ich sah, und die Ketchmodel fielen in Scharen. And then the Ketchmodel chieftain came to face me, and he knew Zawa was not the Anitle. When I saw him, I knew it too. Und dann stand der Quetschmattelhäuptling vor mir und er wusste, dass Zahua nicht der Anitle war. Als ich ihn sah, wusste ich es auch. I hesitated. My enemies fell upon me. One by one, the Nalpaska were defeated and Takan was conquered. Ich zögerte. Meine Feinde fielen über mich her. Einer nach dem anderen wurde in der Nalpaska besiegt und Takan wurde erobert. Was ist aus deinem Volk geworden? Zahua atmet langsam ein. Of the men, they made slaves. Of the women, they made wives. Aus den Männern machten sie Sklaven, aus den Frauen machten sie Ehefrauen. Their way is to absorb the conquered, make them forget themselves. Ihr Weg ist es, die Eroberten zu absorbieren, sie ihre Herkunft vergessen lassen. Wenn Quetschmattel dich besiegt hat, wie konntest du überleben? If I did not know better, I would think you were some demon sent by the Malkachoa. Come to tempt me to tell stories and forget my purpose. Wüsste ich es nicht besser, ich würde denken, du wärst ein Dämon, der von Malkachor geschickt wurde. Geschickt, um mich in die Versuchung zu führen, Geschichten zu erzählen, um meine Bestimmung zu vergessen. Let us discuss this some other time, when we are closer to our goal. Besprechen wir das ein anderes Mal, wenn wir unserem Ziel näher sind. Also ja, wenn er das nächste Mal irgendwelche Sachen von sich gibt. Treppe nach oben. Wird das wieder hinaus? Oben auf die Festung? Also in irgendeinen Wachturm?
Weil es muss ja auch irgendwelche internen Wachtürme geben. Ah ja, das führt hoch auf die Festung. Oh, I knew that market show was bad. Bah, ich wusste, dass Malkashor ist schlecht. An dieser Seite des Turmes ist ein oberer Abschnitt eingestürzt und blockiert den Zugang. Hat er jetzt noch mehr Zawa zu is sagen? ready. What do you need of Zawa? If I did not, let us discuss this. I'm here. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte I'll see what I can find. Schleichen gehen. Oh. Schlechte Panzerhandschuhe der Genauigkeit. Plus 3 Genauigkeit. Wer trägt noch keine Handschuhe? Bis jetzt tragen alle Handschuhe. Noch mehr Zahnräder und. Oh, Schild. Aber ja, ich muss mich ehrlich fragen, warum ist noch keiner auf die Idee gekommen mit einem Enterhaken oder großen Leitern hier hochzuklettern und diese Tür zu nehmen? Ich meine, hier an der Stelle könnte man super eine Leiter aufstellen. Oder sogar direkt vor dem Tor oder hier drüben. Also jetzt da die Festung verlassen ist. Wenn sie nicht verlassen ist, würde ich das nicht unbedingt machen, weil da klettert man hoch und hat direkt die Zwerge vor der Nase. Es ist halt auch alles so gebaut, dass keine große Armee wirklich an die Festung rankommt. Das ist eigentlich immer der beste Weg, eine Festung zu bauen. Warum habe ich das Gefühl, dass mich dieser Geist... Okay. In eine Falle locken will. Weg hier weg. Batterie, Schildball, okay. Trank der Gnadenfrist. Tod verhindern für 20 Sekunden. Ah, Schneekappe und Schnaps. Warum nicht? Wie sieht eigentlich sein Stab mittlerweile aus? I'm here. Brauchst eine Abidin-Statue, okay. I'd be glad to. Let's see what lies this way. Was haben wir hier drin? Brief an Zollturn. Verehrter Münzmeister Zollturn, ich schreibe Ihnen voll Zorn und Verwunderung. War ich Ihnen denn kein treuer Kunde? Habe ich nicht gerecht Handel getrieben? Und doch haben Sie Ihre Männer mich. Doch haben Ihre Männer mich trotz unserer fruchtbaren Geschäftsbeziehung verjagt wie einen dreckigen Bettler. Ich kam vor 2 Wochen in die Batterie, Frost im Bart und nichts im Magen. Kaum hatte ich die Pferde losgemacht, da trat Ihr Kommandant Exandro hervor, um mich zu grüßen. Der Priester sagte mir, dass ich willkommen wäre, mein profanes Geschäft jedoch nicht. Kurz gesagt, ich würde im Morgengrauen wieder aufbrechen müssen mit leerem Wagen.
Ich war gewiss, dass dies nur eine Verhandlungstaktik sei. Folglich sagte ich Xandro, dass ich natürlich auch ihn bezahlen würde, nicht nur sie. Er stimmte davon und als ich mich an der Tür meldete, war es Kommandantin Marun, die mir öffnete. Ihre Waffenmeisterin. Sie sagte, ich solle sofort verschwinden und dass sie es nicht zulassen würde, dass meine geldgierigen Hände Dürganstahl beschmutzen. Nun habe ich die eben solche Freude an aggressiven Verhandlungen wie jeder Geschäftsmann, doch ich fror, ich war hungrig und ihre Vehemenz erzürnte mich. Ich gab ihr also ihren Brief, in dem sie mich einluden, ihren neuesten Erzeugnis aus Dürganstahl zu besehen.